einen wundervollen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten richtigen Tag von Shisha Journey. Alles bis jetzt war ja nur Vorbereitung. Wir checken jetzt aus dem Hotel aus, dann hole ich die ersten Leute am Flughafen ab, der René fährt zum Haus und dann geht's richtig los. Und dann gucken wir uns die Location an und dann gibt's endlich lecker Köpfchen im eigenen Setup in der Finca. Das wird geil, also Attacke. Okay, ich war am Flughafen, ich habe Yannick und Anita eingesammelt und jetzt sind wir an einem mysteriösen Tor, irgendwo im Nirgendwo, hinter der sich irgendwo unsere Finca befinden sollte, aber wir haben alle kein Netz und René weiß noch nicht, dass wir da sind. Was machen wir jetzt? Okay, wir sind angekommen, das Tor wurde uns geöffnet. Und das hier ist die Finca. Unten gibt es noch eine dicke Pool-Area. Hier oben ist Grill, unten ist Grill. Drinnen ist auch richtig, richtig geil. Guck mal rein, also wir sind schon auf Etage 2. Hola. Es wurde ein wunderschöner kleiner Willkommenskorb hier vorbereitet. Wir sind gerade erst rein, deswegen einmal die Koffer reingestellt. Da ist ein Schlafzimmer, da vorne ist ein Schlafzimmer. Hier hinten geht es dann runter zum Pool. Und oben sind auch noch mehr Schlafzimmer. Ach so, und natürlich eine kleine Dachterrasse mit einem Whirlpool, ne? Versteht sich von selbst, klar, ne? Hallo. Meine Mann. Angekommen, Zimmer sind bezogen. Was ist der logische nächste Schritt? Shisha ready machen. Sehr, sehr nice. So, bis jetzt haben wir nur massenhaft Zeug eingeräumt. Jetzt macht sich der Einkaufssquad hier gerade auf den Weg. Was bist du denn schon am Snacken? Wo hast du denn Snacks gefunden? Meine Hosentasche. Wir fahren jetzt einkaufen. Die anderen holen noch den nächsten Schwung an Leuten vom Flughafen ab. Und ich habe eben schon versucht, dem Basti ein paar Clips hochzuladen. Also das Internet ist das Einzige, was ein bisschen Krise ist. Also ich werde wahrscheinlich gefühlt 2 Tage nur uploaden müssen, damit der Basti einen Vlog schneiden kann. Naja, okay. Ja, jetzt fahren wir erstmal hier. Das Grundstück hat übrigens knapp 350.000 Quadratmeter und das Haus hat 700 Quadratmeter. Und wir haben unten einen großen Pool und das reicht natürlich nicht. Deswegen haben wir natürlich oben noch einen kleinen Whirl Infinity Pool. Ja, und jetzt gehen wir erstmal zu Lidl einkaufen. Der Name mag verwirrend sein, aber es ist tatsächlich ein Supermarkt und kein Erotikcenter. Hoffentlich. Okay, wir sind einfach dreist vom Auto hier rangefahren zum Ausladen, weil 2 Männer ungefähr Sachen für 15 Leute hier kaufen mussten. Aber wir haben die Einkäufer am Start. Wir haben El Kühlschranko am Start, da mit Getränken, andere Seite noch mehr Getränke. Mallorquinische Schokolade. Wollen wir direkt Review starten? Ja, können wir gleich mal machen. Mit oder? Welcher? Also wir haben Sal de String, wir haben Almendra de Mallorca und Taronja de Soyer. Ich habe keine Ahnung, was Taronja ist. Wollen wir das als erstes probieren? Hier sind Blumen drauf, hier ist Salz. Und das ist. Das ist mit Mandeln, das weiß ich. Das ist mit Salz. Aber da habe ich. Ich weiß nicht, was Taronja ist. Wir probieren jetzt. Okay. Boah, sieht auf jeden Fall Premium aus. Die sieht richtig Premium aus. Ist auch gut, dass wir die jetzt auffuttern, bevor die anderen überhaupt kommen. Okay. Oha, Digga. Maschallah, die schmeckt ja keiner. Die hat unten. Nee, du hast unten, oder? Ich hab sie rausgeholt. Also, mallorquinische Schokolade. Okay. Oh, die ist sogar 72 hier. Soll ich das mal teilen hier, oder bist du ganz? Nee, dann hilft doch. Hier, ich mache eine Aufnahme okay. Von Testung. Weißt du, wie die schmeckt? Hä? Die schmeckt wie die scheiß Softcakes in Zartbitterschokolade. Was denn? Kannst du herausfinden, was das jetzt ist? Ach, das sind Früchte. Orangenshit. Das sind, glaube ich, getrocknete Früchte. Das schmeckt einfach wie Softcakes. Mhm. Gefühlte. Wie viel hat die gekostet? 6 Euro? 5 Euro. Wir dachten, wir haben Premium-Schokolade gekauft, wurden gescammt, Digga. Die Softcakes, die sie nicht verkaufen, haben die getrocknet und da reingemacht und scammen uns jetzt. Schmeckt geil. Schmeckt wie die Lind mit Orangenstückchen. Falls wer die kennt, sehr lecker. Aber 5er? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht 5er. Okay, wir räumen weiter ein. Vielen Dank fürs Zugucken von unserem Schokoladen-Review. Willkommen zurück bei Part 2 der Schokolade. Also Yannick sagt,
da sind Blumen drin. Und ich sage, Almendras sind Mandeln. Also. So, sind das jetzt Blumen oder was? Komm, wir müssen jetzt aber probieren. Okay. Es gibt Schokolade mit Blumen und die ist ultra lecker. Es gibt ja auch Essblumen, die sind auch geil. Okay. So, auf so fancy Dinner-Dingern. Okay, die ist richtig geil. Ja. Mit Mandeln, Schokolade mit Mandeln ist geil. Kann man nichts falsch machen, sagst du? Mhm, oder? Mhm. Das ist richtig geil. Die haben auch nicht gespart an Mandeln. Nee, also an Mandeln haben die da ordentlich drauf gepackt. Da würde ich fast sagen, 5 war immer noch ein bisschen viel. Aber die, ist, die fühlt sich Premium an, die schmeckt Premium und ist gut. Okay, vielen Dank fürs Einschalten von Part 2 vom Schokoladen-Review. Drehen wir direkt noch Part 3. Ja, komm. Okay. Wenn schon gefragt. Jetzt haben wir mit Salz. Junge, weißt du, wovor ich Angst habe? Wenn da unten jetzt so viel Salz dran ist, wie an den anderen Mandeln und Orangen dran waren, haben wir ein Problem. Ah, okay, das geht. Ist in Ordnung. Wir haben auch die Lippe gebissen. Oh nein. Schmeckt das Salz? Nee, eben gar nicht. Vielleicht einfach ist, Schokolade. Vielleicht, weil es so dunkel ist schon. Also, weil es so dunkel Schokolade ist, dass es nicht so salzig dann ist. Na, probier mal. Also, ich merke da gar nicht. Ich habe jetzt wirklich gedacht, da kommt irgendwann so eine Killer-Salzflocke um die Ecke und scheppert richtig rein. Ich merke das Salz, wenn ich mit der Zunge unten dran bin. An der Schokolade. Aber danach schmeckst du es gar nicht mehr. Nö, zero. Aber gut. Okay, vielen Dank fürs Einschalten bei Part 3 vom Schokoladentest. So, wir sind umgezogen. Wir sind jetzt unten ans Poolhaus gegangen. Natürlich, natürlich. Hier ist der Pool. Sehr nett, sehr nett. Kann man aushalten. Köpfchen sind vorbereitet. Und Kohle geht an. Und wir hüpfen jetzt noch mal ins kühle Nass. Weil heute ist zwar ein bisschen bewölkt, aber scheiße warm ist trotzdem. Boah, Digga, hier kann man ja sogar richtig Bahnen ziehen, ey. Was? Soll ich noch was Schönes machen? Mach mal was Schönes. Ich war jetzt eine Katze. Eine Katze? Hoffentlich sieht man nicht meinen Arsch. Was ist, was für Katze? Warte. Ich würde das lieber sterbenden Schwan nennen. Der kann nicht so hoch springen. Das ist ein bisschen problematisch. Also, wir machen noch ein paar Kunststücke im Pool. Aber die Kohle ist gelegt. Und das lässt sich aushalten, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall machen. Es sieht aus, als wären wir irgendwie auf der krassesten Poolparty. Das ist einfach unser Zuhause für die nächste Woche. Das ist so wild. Freunde, tut mir leid, dass bis jetzt noch nichts kam. Ich würde euch gerne schon eine komplette Tour von hier bieten. Aber das Internet ist leider schrecklich und ich konnte die letzten 4 Stunden mein Handy nicht benutzen. Weil der Upload so ewig lange dauert. Weiß noch nicht, wie ich das löse. Aber morgen gibt's dann auf jeden Fall eine komplette Roomtour, weil die Location hier ist auf jeden Fall insane. Und Schmidi hatte noch ein bisschen Verspätung. Der ist jetzt aber auch auf dem Weg. Und den fahren wir gleich am Flughafen abholen. Und dann gehen wir noch Abendessen. Wahrscheinlich aber wieder im Brudis, wo wir ja schon waren. Aber da kann man gut Pfeife fetzen, gut Burger fetzen. Lieben wir. So, die Reisegruppe Super Almans geht weiter. Wir sind tatsächlich doch wieder am Ballermann gelandet, aber nicht um zu feiern. Wir gehen hier lecker, lecker Shisha und lecker, lecker Burger fetzen. Das ist auf jeden Fall jetzt der Plan. Wir gehen ins Brudis, da waren René und ich gestern Abend schon, weil wir das schon ausgecheckt haben und mit denen abgemacht haben, dass wir unsere Setups mitnehmen dürfen. Und das heißt, wir kriegen da lecker Setups. Okay, angekommen im Brudis, ihr kennt es von gestern. Geile Location auf jeden Fall. Hooker Master des Jahres arbeitet hier auf jeden Fall, weil der macht uns immer, was wir wollen. Wir können unseren eigenen Shit mitbringen. Wir haben jetzt erstmal eine Pfeife bestellt. René ist noch weiter gefetzt und holt noch Schmidia. Und wenn die da sind, dann gibt's einen Burger und dann gibt's noch ein Köpfchen. Da ist der Hooker Master. Was geht ab? So, die Pfeifen am Start, schön Meerloch, HMD, alles da. Und der Burger ist jetzt auch am Start. Ui, ui, ui. Hold your horses, young man.
So, wir sind wieder zurück. Jetzt wird noch ein schönes Gute-Nacht-Aquarius gefetzt. Und dann gehen wir pennen, ne? Gute Nacht. Good night. Das ist ein wilder Übergang jetzt. Ja, Basti schneidet das einfach raus und dann ist direkt auf dem nächsten, wo dann auch dunkel ist.